So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die TSV Hannover-Burgdorf vor 5.949 Zuschauern zur Halbzeit 8:17, Endstand 22:37. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste: Kai Häfner mit 8 Treffern, 6 Tore Erik Schmitz und 4 Treffer von Lars Lehnhoff, Fabian Böhm sowie Timo Kastening. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten des SC Magdeburg: 6 Tore, Metz, Christiansen sowie Robert Weber ebenfalls 6-mal erfolgreich. Diese statistischen Werte zu diesem Spiel. Ich bitte nun um die Worte vom Gästetrainer Jens Bürgle. Erstmal einen schönen guten Abend. Das, was hier heute passiert, das war für uns schon sehr verrückt. Wir haben darauf gehofft, ein richtig gutes Spiel runterzubrennen, um eine Chance zu haben auf Punkte. Und dann sind natürlich heute wahnsinnig viele Dinge bei uns zusammengekommen. Sehr, sehr gute und bewegliche Abwehr, gute Torwartleistung, gute Konter, auch die wirkliche Geduld im Positionsangriff. Und haben einfach heute sehr viele Dinge richtig gemacht und hat natürlich auch, glaube ich, in vielen Dingen Glück. Hatten einen Tag mehr Vorbereitungszeit als Magdeburg, hatten keine Reise in den Knochen von Magdeburg nach Köpping, dauert es leider ja auch ein bisschen. Und da hatten wir, glaube ich, schon ein paar Vorteile, auch was die Frische angeht. Und dann haben wir einfach sehr viele Dinge heute gut gelöst. Und deshalb bin ich sehr glücklich über diesen Sieg heute hier. Danke, Jens. Vielleicht noch ein paar ergänzende Worte vom Geschäftsführer Benjamin Chaton. Ja, weiß man gar nicht so richtig, was man dazu sagen soll. Wir hatten berechtigterweise großen Respekt vor der Aufgabe. Und auch in der Halbzeitpause schaut man zwar auf die Anzeigetafel, aber hat es nun selber auch schon am eigenen Leib oft genug erlebt, was hier in der Halle möglich ist und dass hier alles auch in der zweiten Halbzeit passieren kann. Deswegen freuen wir uns heute sehr über den Auswärtssieg. Ich freue mich sehr, dass Niklas Diebel heute nicht nur sein Debüt gegeben hat, sondern auch noch gleich ein Tor werfen durfte. Das ist gut für ihn. Schön, dass Jungs aus dem Nachwuchs nach oben kommen, gerade mal ein Rückraumspieler. Und ansonsten dem SC Magdeburg für die Aufgaben im Europapokal alles Gute. Und Gott sei Dank gibt es ohne Tage, nicht alle Tage. Vielen Dank. Danke, Benjamin. Ja, Bennett, wie ist deine Verfassung? Guten Abend. Herzlichen Glückwunsch, Jens. Herzlichen Glückwunsch nach Hannover. Benjamin, herzlichen Glückwunsch zu diesem Spiel, zu diesem Erfolg. So gut es euch gerade geht, so schlecht geht es uns gerade. Für diesen Auftritt gibt es keine Worte und auch ganz recht keine richtigen Worte. Ich brauche mit Ihnen gar nicht über Taktik sprechen. Wir haben uns heute gefühlt wie in einem Sumpf oder Treibsand befunden, wo wir zu keiner Minute des Spiels wieder rauskamen, wo wir eher noch tiefer und tiefer reingerutscht sind, hatten keine Rettungsanker, die uns helfen konnten. Dann zumindest noch um das Ergebnis zu kämpfen. Man ist mega enttäuscht, mega sauer und das sind die Jungs auch, keine Frage. Aber es gibt auch keine Ausreden dafür, keine Reise nach Göppingen der Welt, kein Tag länger Regeneration, keine Ermüdung begründet solch Auftreten meiner Mannschaft. Ich kann mich dafür bloß tausendfach entschuldigen. Ich glaube, dass es damit aber auch nicht getan ist. Von diesem Auftritt werden wir alle, die dabei waren und aktiv waren, nicht nur länger was haben. Ich glaube sogar, dass uns das immer irgendwie anhängen wird. Genauso der DHB-Pokalsieg im letzten Jahr jetzt schon in so weiter Ferne gerückt ist, ist das wahrscheinlich ich kann mich an keine höhere Heimniederlage erinnern, die historische höchste Heimniederlage, die der SC Magdeburg je erfahren hat. Und auch dort waren wir dann anwesend. Und es ist schwierig. Es wird eine ganz schwierige Zeit jetzt auf uns zukommen. Das habe ich gerade schon gespürt, wenn mir Jens Keller vom MDR die Frage stellt, ob ich denn jetzt an Rücktritt denke oder zurücktreten möchte. Ich kenne Jens auch schon länger. Ich kann diese Frage
natürlich aus Pressesicht verstehen. Aber ich fand sie in dem Moment einfach unpassend und kann die Antwort auch hier nochmal darauf formulieren. Ich bin sicher keiner, der jetzt wegrennt, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Ganz im Gegenteil, das wird uns alle prägen. Das wird uns alle auch ein Stück stärker machen. So weh es jetzt tut und so schmerzhaft es jetzt ist, ist das ein Erfahrungswert, wo man wahrscheinlich mehr daraus lernt, auch wenn man es nicht möchte, als einen Sieg in Göppingen oder sonst irgendwo. Nochmals, tausendfache Entschuldigung, es darf uns einfach so nicht passieren. Das ist uns allen bewusst. Dankeschön, Bennett. Steffen, wie ist deine Sachlage? Ja, ich meine, es haben ja alle das Spiel gesehen heute und war eine indiskutable Leistung unserer Mannschaft. Wir haben in keiner Phase in das Spiel gefunden, weder in der Deckung noch im Angriff. Im Angriff war es wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer. Und momentan ist es eben doch absolut nicht erklärbar, dass wir innerhalb von, weiß ich nicht, 3-4 Tagen solche Schwankungen in unseren Leistungen haben. Das ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison oder auch in den letzten Jahren war das immer wieder, dass wir am Stück 2-3 gute Spiele machen und plötzlich haben wir wieder ein Spiel dabei, wo wir sagen, Mensch, wie kann sowas passieren? Wir haben, ich habe persönlich noch nicht den Punkt gefunden, woran man das festmachen kann oder was man noch mehr ändern kann. Wir haben schon eine Menge probiert und es ist einfach nur schade, dass wir die Möglichkeiten, die wir eben jetzt auch vor dem Spieltag hatten, nicht genutzt haben, um uns so ein bisschen festzusetzen oben, so wie es Hannover jetzt gemacht hat, zurecht gemacht hat. Und wir, für uns heißt es eben weiter zu arbeiten, das tagtäglich, um eben die Mannschaft wieder in die Spur zu bekommen. Und ein Thema möchte ich noch sagen, also für uns ist keine Trainerfrage. Danke. Danke, Steffen. Sie haben jetzt die Gelegenheit, Fragen an die Verantwortlichen zu stellen. Bitte das Mikrofon benutzen. Ronny Hartmann, Bild-Zeitung, bitte. An euch beide. Verglichen mit dem Spiel gegen Göppingen kann es ja sich eigentlich nur um eine Kopfsache handeln. Denkt ihr darüber nach, dann, so wie die Fußballer vielleicht auch über professionelle Hilfe dann mal in Anführungsstrichen mit einem Psychologen zusammenzuarbeiten oder in der Art irgendwas zu machen? So schlimm es klingt, wir machen das schon. So schlimm es klingt, auch wenn man das heute nicht gesehen hat. Ich wollte aber keine dritte Person in der Mannschaft haben. Das ist ein Coach-by-Coach-Coaching und wir haben einen Sportpsychologen in beratender Funktion bei uns im Team, jetzt noch nicht ewig lange, aber seit Anfang der Saison. Reicht das als Antwort? Oder? Ich habe nicht vor, ihn näher ans Team zu holen. Das wird weiter dabei laufen, dass er mich coacht, mich berät. Ich möchte diese Person sein, die Einfluss auf die Spieler nimmt und sie auch dahingehend formt, um in Stresssituationen stärker zu sein, was man heute sicherlich nicht gesehen hat. Ja, bitte. Daniel Hübner. Es sind ja nur noch 3 Tage bis Nasice. Wie sieht denn euer morgiger Tag jetzt aus, um mal ein bisschen kurzfristiger zu denken? Werdet ihr euch morgen schon einfach nur zur Regeneration erstmal treffen? Sind da schon Gespräche geplant? Wie geht der jetzt an die Sache ran? Also wir haben erstmal ein Zeitproblem, wie es die ganze Zeit schon war. Wir eilen von Spiel zu Spiel. Wir haben alle 3 Tage ein Spiel. Wir können das natürlich jetzt nicht so stehen lassen und jetzt einfach so im Alltag weitermachen. Aber eins ist auch klar, dass wir uns morgen mit Nasice beschäftigen müssen. Vielleicht hilft das sogar. Aber wir können nicht einfach weitermachen und sagen, Europapokal, nächste Aufgabe, dann kommt das nächste Spiel, Bergischer AC, dann kommt noch mehr Europapokal. So wird das nicht funktionieren. Es gibt Gesprächsbedarf und den werden wir sicherlich abdecken.
Weitere Fragen? Vielleicht ein bisschen schon zu weit gedacht, aber du hast es selber gesagt, es gibt keinen Rettungsanker, auch wenn Janik Rien wirklich noch eine gute Leistung am Ende gezeigt hat, muss man sagen. Aber es gibt keinen, der Zeichen setzen kann. Jetzt muss man sich ja fragen, wie kann man denn diese Spieler endlich mal in die Pflicht nehmen? Da sind so viele erfahrene Leute drin, 30 Jahre alt, Nationalspieler und so weiter und so fort und können nichts dergleichen abrufen, was man eigentlich von ihnen erwartet in solch einem Spiel. Also das hat ja die Niederlage in Minden heute wirklich getoppt, muss man sagen. Wie kann man die jetzt tatsächlich noch weiter in die Verantwortung und in die Pflicht nehmen? Indem man sie packt, indem man sie anspricht. Wir nehmen ja da kein Blatt vom Mund. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendeinen Streich jetzt fahren, wo wir alle in Watte packen und ach, ihr Arm. So ist es nicht. Ja, auf uns alle kommt jetzt eine harte Zeit. Und ich möchte das aber auch nicht weiterschieben. Das betrifft uns alle. Ja, so wie wir uns da jetzt gemeinsam reingehauen haben, müssen wir uns da gemeinsam wieder rausziehen. Es ist so einfach, dem was zuzuschieben, dem was zuzuschieben. Wir sitzen alle in einem Boot. Ja, und das Boot hat gerade eine Menge Wasser getankt. Daniel, reicht dir das so? Oder ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber wir haben Spieler, die das schon bewiesen haben, dass sie anders auftreten kann, ja? Können. Heute war das abermals, wie auch im Minden, ein kollektiver Blackout. Nicht ein Spieler konnte uns leider heute helfen, uns aus diesem Treibsand wieder rauszuziehen oder einen Rettungsanker zu schmeißen, so wie ich es schon erwähnt habe. Dann braucht man vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld. Also keine Ausreden, aber Christian O'Sullivan hat nach Verletzung ein gutes Spiel in Göppingen gemacht. Es gab einen Riesenhype. Ja? Ich habe immer gesagt, der Junge ist noch so jung, der wird auch Spiele verlieren. Und diese werden ihn aber zum besseren Spieler machen. Wenn wir ihm das nicht zugestehen, wird es schwer. Und keiner von uns möchte verlieren. Und ich suche auch keine Ausreden dafür. Nicht, dass es verkehrt verstanden wird. Ich nehme das gerne alles komplett auf mich. Danke. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Dann haben wir vielleicht noch die Resultate, die von den anderen Begegnungen bereits feststehen. Flensburg gegen Balingen 36-18. Melsungen verliert 25-28 gegen Wetzlar und Lemgo gewinnt gegen Frisch auf Göppingen 27-26. Dann sage ich Dankeschön und wir sehen uns am Samstag wieder 17 Uhr hier gegen Nasice im Europapokal. Den Hannoveranern hat gute Heimfahrt. Dankeschön.